Haben wir da wirklich irgendetwas verbessert? Also wir sind sehr gespannt auf deine Ausführungen. Zum Schuhverstauen ist doch gar nicht mit der Filtaste, wenn der Rad. Was ist defekt? Und der Dings, der Laser. Nein, nicht. So. Ja. Besten Dank für die Einleitung, Markus. Ein Teil ist Wiederholung. Ich werde kurz eingehen auf wie operieren und wie nachbehandeln, auf die diagnostischen Probleme. Von den diagnostischen Problemen haben wir von Herrn Weigert schon gehört. Das Dezis ist eine echte Präkanzerose. Es ist nicht einfach eine, also man sieht in der genetischen Instabilität und in der Telomerlänge, dass vom Übergang von der Hyperplasie zum Karzinoma in situ eine eindeutige Zunahme der genetischen Instabilität stattfindet, ähnlich wie beim Karzinom. Also das Dezis scheint molekularbiologisch eine echte Präkanzerose zu sein und das widerspiegelt sich auch in der Parallelität der Inzidenzzunahme des Dezis und des invasiven Karzinomes. Ausgezogene Linie die postmenopausalen Frauen, gestrichelte Linie die prämenopausalen Frauen, das geht etwa parallel in der Inzidenz. Jetzt zur Diagnostik nochmals kurz. Hier ein kleiner Tumor in einer durchsichtigen Brust, ein invasiv-duktales Karzinom, sonografisch gut abgrenzbar, gut operierbar, gut behandelbar, kein Problem therapeutisch. 43-jährige Patientin mit einer Mikrokalkgruppe, oben außen in der anderen Aufnahme ebenfalls, grobschorliger Kalk, crushed stone, mit der stereotaktischen Biopsie abgeklärt, Dezis high grade, gut operabel, kein Problem. Nächste Patientin, 50-prozentige Patient, wieder screen detected, DCIS, Mikrokalkgruppe am Rand des dichten Drüsenkörpers. Sie sehen sie, ich kann leider nicht mehr zeigen. Auch stereotaktische Biopsie, röntgengesteuerte stereotaktische Biopsie, Dezis high grade, nachoperiert. 60 mm groß, 6 cm groß. Die Mikrokalkgruppe ist etwa 7 mm im Durchmesser. Histologisch dann plötzlich 6 cm großes Dezis. Glücklicherweise trotzdem im Gesunden exzidiert, weil segmental operiert, Resektatrand 4 mm. Haben wir nicht nachoperiert. Und jetzt die nächste Patientin, 53-jährige Patientin auch. Screening-Patientin, kleine, höchst unklare Mikrokalkgruppe hier, wenige Millimeter, sehr diffus in der seitlichen Aufnahme hautnahe, deshalb wollte man keine stereotaktische Vakuumbiopsie durchführen, weil hier der Mikrokalk hautnah sei und die stereotaktische Biopsie nicht gehe. Drahtmarkierung dieser kleinen Verkalkung, eine Lumpektomie, 26 Gramm, DCIS, Intermediate Grade, nicht im Gesunden reseziert. Den Mikroclip, der eingelegt wurde, wieder markiert. Und nachresiziert, wieder segmental, also jetzt nicht mehr Lumpektomie, sondern segmental operiert. Nochmal 48 Gramm zu den 26 Gramm vorher rausgenommen und wieder Dezis Intermediate Grade, insgesamt 5 cm groß, Resektatrand 1,3 mm, also äußerst knapp. Oder einfach ein nicht sichtbares Intermediate Grade DCIS. Was braucht es? Braucht es bessere Bildgebung? Wir haben es gehört von Herrn Weigert, die Problematik mit dem DCIS und MRI.
Hier auch ein Beispiel eines invasiv-duktalen Karzinoms mit peritumoralem DCS, das man hier sieht. Wahrscheinlich ist es schon so, dass wir etwas zu wenig MRI bei DCS machen und in gewissen Situationen, vor allem den zwei letzten mit dem dichten Drüsenkörper, die ich gezeigt habe, wären wir vielleicht froh gewesen, wir hätten ein präoperatives DCS gehabt. Jetzt stellt sich für diese Frau die Frage, wie groß ist die Rezidivrate? Muss sie eine Mastektomie haben? Wenn ja, kann man eine Nipple-Areola-sparende Mastektomie durchführen? Darf man das? Soll sie eine endokrine Therapie erhalten? Soll sie eine Radiotherapie erhalten? Oder soll sie eine Radiotherapie und eine endokrine Therapie erhalten bei einem DCS Intermediate Grade 5 cm und knapp im Gesunden? Das DCS ist eine segmentale Krankheit. Bei ausgedehnten DCS kann man richtig mitverfolgen, welcher Milchgang am schlussendlich krank ist. Und er breitet sich wahrscheinlich auch oder in den meisten Fällen in einem Milchgangsystem aus und sollte deshalb wahrscheinlich auch segmental operiert werden. Nicht eine Lumpektomie durchgeführt werden, sondern eher eine Segmentektomie. Wenn Sie die Mikroverkalkung gerade im Milchgang sehen, dann leuchtet Ihnen das auch ein, dass Sie segmental operieren wollen. Was gibt es hierzu für Daten? Das sind alte Daten aus Mailand, die zeigten, dass bei einer ausgeprägten In-situ-Komponente um das invasive Karzinom herum die Lumpektomie mit Radiotherapie horrend hohe Lokalrezidivraten zeigten, im Gegensatz zur Quadrantektomie, Segmentektomie. Somit kann man bei einem DCIS, das sich segmental ausbreitet, auch eine Segmentektomie empfehlen mit Rekonstruktion, damit man auch im Gesunden ist. Warum will man im Gesunden sein? Der Resektatrand ist für die lokale Kontrolle beim DCIS, das wissen Sie alle, höchst wichtig. Wenn der Resektatrand unter einem Millimeter ist und wenn man nicht bestrahlt, dann hat man eine Rezidivrate von über 70% in 10 Jahren, also sie kommen fast alle wieder. Die Bestrahlung kann das nicht ganz kompensieren. Wenn der Resektatrand größer ist, ist die Rezidivrate geringer. Aber immer noch um 80%, 10 Jahres Rezidivrate bei einem Resektatrand zwischen 1 und 9 mm. Bei einem invasiven Karzinom ohne DCIS peritumoral wären wir mit dem ja sehr gut zufrieden. Und das sehen Sie auch hier, die 10 Jahres Rezidivraten in der Brust nach Radiotherapie bei invasiven Karzinomen, Luminal A-Karzinomen, ist weniger als 10%. Also hier haben wir bei den invasiven Karzinomen sehr geringe Lokalrezidivraten mit Operation und Radiotherapie und niemals 20%. Nur die HER2-Positiven, die haben eine Lokalrezidivrate um 20%, wie es beim DCIS bei einem Resektatrand von 1 bis 9 mm ist. Wenn der Resektatrand viel größer ist, dann ist die Lokalrezidivrate extrem niedrig. Also die Lokalrezidivrate spielt eine Rolle. Man soll das erkrankte Milchgangssystem exzidieren. Der Resektatrand soll über 5 mm sein. Das ist eine Zwischenlösung zwischen dem, was ich gezeigt habe. Das sind die AGOS-3-Leitlinien. Und eine Sentinel-Lymphknoten-Biopsie beim DCIS ist nur dann nötig, wenn bei der Operation der Lymphabflussweg zerstört wird, sodass man nicht im Nachhinein, wenn man ein invasives Karzinom findet, eine Sentinel-Lymphknoten-Biopsie machen könnte. Das heißt, immer wenn eine Mastektomie wegen einem DCIS stattfindet, weil dann ist der Lymphabflussweg zerstört, oder bei einem großen DCIS, welches oben außen ist, wo man die axillären Lymphabflusswege auch zerstört mit der Quadrantektomie. Jetzt entscheidet sich die Patientin, die ich gezeigt habe, für eine Mastektomie. Muss es eine
konventionelle Mastektomie mit Brustaufbau sein, mit Resektion des Mamillenareolarkomplexes. Könnte es eine Skin-Sparing-Mastektomie sein, also wo man die Areola resetziert, aber die Haut über dem Tumor spart. Hier hat es einige retrospektive Studien beim DCIS, diese fünf, die ich hier zeige, und sie zeigen eigentlich alle eine sehr niedrige, akzeptabel niedrige Lokalrezidivrate in diesem Hautmantel, den man belässt bei der Skin-Sparing-Mastektomie. Also eine Skin-Sparing-Mastektomie bei einem DCIS ist akzeptiert. Darf man die Areola und den Nippel bewahren bei einem DCIS? Hier gibt es noch weniger Daten, 3 Studien. Die hat 10 DCIS, die hat 70 DCIS, die hat 111 DCIS. Und Sie sehen, die Rezidivrate im NAC war in diesen Studien sehr niedrig. Also es gibt Zahlen, es gibt Daten, dass die Rezidivrate im Nippel-Areolar-Komplex sehr niedrig ist, wenn man beim DCIS, und es sind aber immer noch wenig Fälle. Also es sind immer noch 200 Fälle. Deshalb kann man die Meinung vertreten, oder kann man vertreten, MOL, eine Nippel-Areola-Sparing-Mastektomie bei einem DCIS ist vertretbar, wie diese beiden Patientinnen. Der kosmetische Outcome ist sehr gut, weil der Hautmantel erhalten wird und die Submamärfalte erhalten wird. Aber man muss die Mamille aushöhlen, wie das in diesen Studien passiert ist. Und die retroarealen Milchgänge müssen tumorfrei sein. Und wir wollen dies in einer prospektiven Studie, in einem prospektiven Register schweizweit messen, damit man früh entdeckt, wenn man eine übermäßige Lokalrezidivrate hat, weil die Daten in der Literatur sehr spärlich sind. Zur Frage der Radiotherapie nach DCIS gibt es diese 2 Studien, die amerikanische Studie, die europäische Studie, die kennen Sie alle. Und Sie sehen, dass die Lokalrezidivrate nach DCIS nach 4 Jahren hier in der, halbiert wird und auch nach 5 Jahren halbiert wird und die 8 Jahreszahlen ebenfalls eine Halbierung der Lokalrezidive bei Radiotherapie nach DCIS. Sie sehen auch, dass etwa die Hälfte, das wurde schon gesagt, die Hälfte der Rezidive sind invasive Karzinome, und Sie sehen auch, dass das DCIS ist keine bilaterale Krankheit. In 8 Jahren haben nur 5% der Patientin ein kontralaterales Karzinom. Das ist sehr wenig. Also das DCIS ist nicht eine bilaterale Krankheit wie andere Präkanzerosen. Jetzt braucht jede Patientin eine Radiotherapie der Restdrüse. Sie haben diese Zahlen gesehen bei einem großen Resektatrand. Wir halten uns an den University of Southern California Van Nuys Prognostic Index, den kennen Sie alle. Der USC Prognostic Van Nuys Index berücksichtigt noch das Alter zusätzlich zu diesen Kriterien, die Sie schon kennen. Und man kann dann in 3 Gruppen einteilen, eine Gruppe mit einer 10-Jahres Lokalrezidivrate von 4% versus ungefähr 22% und eine Risikogruppe mit 50% Lokalrezidiven. Jetzt gibt es nichts Besseres als das. Letzten Dezember wurde von Solin ein Multigen RT-PCR-Assay für die Vorhersage eines Lokalrezidivs bei einem DCIS vorgestellt erstmals. Bernard Pestalozzi wird noch auf die prognostische Scores zu sprechen kommen beim invasiven Karzinom. Die Grundlage war die ACOG, eine ACOG-Studie. Das sind alles DCIS, die im Gesunden exzidiert wurden, 3 mm im Gesunden, keine Bestrahlung hatten. Die hatten alle keine Bestrahlung. Einzelne hatten Radiotherapie. Und Sie sehen, die DCIS hier war im Median nur 7 mm. Es waren kleine, meist bei postmenopausalen Patientinnen.
einfach Dezis, die man nicht unbedingt bestrahlen wollte. Und Sie sehen, mit dem Score kann man eine niedrig, mit diesem RT-PCR-Score kann man eine Niedrigrisikogruppe, Mittel- und Hochrisikogruppe definieren aufgrund dieser Gene. Aber Sie sehen auch, die Lokalrezidivrate in der Niedrigrisikogruppe ist 12%. Das ist zu hoch, das ist inakzeptabel hoch für uns. Also kann man das alleine nicht brauchen. Multivariat zeigte, war der DC-Score der beste prognostische Faktor für ein Lokalrezidiv. Zweit Multivariat-Faktor die Größe des Tumors und der Menopausenstatus. Und wahrscheinlich muss man dann diesen Score zusammen mit diesen anderen Prognosefaktoren zusammennehmen, damit man eine bessere Vorhersage des Lokalrezidivs hat. Also das wird wahrscheinlich kommen, aber in Kombination mit Alter, Größe des Tumors, vielleicht auch Resektaltrans. Endokrine Rezidivprophylaxe, verschiedenste Studien mit Tamoxifen, Raloxifen und Lasofoxifen zeigten eine Reduktion der Rezidivrate beim DCIS insgesamt signifikant. Ist das auch wichtig bei den anderen Risikofaktoren der Brust, diese endokrine Therapie? Und hier wurden aufgrund von fast 3000 Risikoläsionen wie atypisch duktale Hyperplasie, atypisch lobuläre Hyperplasie, Elzis und Borderline Dezis, das ist eine so Low-Low-Risk Dezis, Borderline, zeigt eine 10-Jahres-Rezidivrate, die erschreckend hoch ist, von diesen erschreckend hohe Risiko 10-Jahres-Mammakarzinom-Inzidenz und vor allem auch der Vorgänger, die Vorstufe des Dezis, des Borderline und des richtigen Dezis ist nicht wesentlich niedrigere invasive Karzinom auftreten als bei einem Elzis. Und beim Elzis sagt man immer, sei die Hochrisikoläsion etc., die atypisch lobuläre Hyperplasie, die etwas früher ist, dass das Elzis ist etwa im gleichen Rahmen. Also das sind einfach Risikoläsionen, die anzeigen, dass diese Brust ein hohes Risiko hat, ein Karzinom zu entwickeln. Und die Elzis haben auch in der ipsilateralen Brust mehr Karzinom entwickelt als in der kontralateralen. Also es ist nicht so, dass das Elzis in beiden Brüsten gleich häufig Karzinome induziert, sondern es ist in der ipsilateralen Brust etwas häufiger. Aber Sie sehen auch hier erschreckend viel kontralaterale Karzinome. Also hier muss man den Stimulus für diese atypische Hyperplasie wegnehmen, für beide Brüste und nicht nur lokal behandeln. Und Sie sehen auch die Chemoprävention für diese LTIS und ADHs und ALHs, die wirkt. Und zwar Faktor 3, das wirkt gut. Mindestens Halbierung des Risikos bei den Vorsorgen. Jetzt wisst ihr es beim Dezis, hier ist natürlich wichtig, ist das Dezis hormonempfindlich oder nicht. Und Sie sehen, beim eher negativen Dezis wirkt die Tamoxifen-Prophylaxe nicht. Beim eher positiven Dezis reduziert es das Risiko um 30%. Also beim eher positiven Dezis hat man einen deutlichen Risikoreduktion um 30%. Beim Elzis ist die Risikoreduktion höher, 60%. Tamoxifen wirkt bei den Vorstufen des Dezis, also atypisch duktale Hyperplasie, atypisch lobuläre Hyperplasie, aber diese endokrine Therapie muss man natürlich abwägen gegen das Risiko einer Thrombose, Endometriumpathologie etc. Somit zu unserer Patientin zurück. Wie groß ist ihr Rezidivrisiko? Was können wir etwa sagen? Wir müssen sagen, 10% Risiko.
wahrscheinlich 22-52%, wahrscheinlich etwa 30%. Könnte man eine nippelareolasparende Mastektomie machen? Ja, das ist eine Option. Wenn nicht, soll man eine endokrine Therapie durchführen, reduziert das Risiko um 30%, soll man eine Radiotherapie durchführen, halbiert das Restrisiko. Damit wäre für diese junge Patientin mit fehlenden Risikofaktoren eine Radiotherapie und die Kombination einer Radiotherapie und einer endokrinen Therapie durchaus eine Option im Gegensatz zur erneuten Operation. Dann möchte ich noch kurz aufmerksam machen auf einen neuen Verein, den es gibt. Sie kennen vielleicht die Homepage von Frau Rusterholzes, wo sie hat letztes Jahr einen Verein gegründet, Brustkrebswissen hilft weiter, wo sie viele Vorträge etc. von verschiedensten Leuten und von der Schweizerischen Senologiegesellschaft darauf publiziert und hat immerhin schon 7.000 Besucher jetzt gehabt seit letztem Jahr. Besten Dank.